Die heutige Etappe beginnt mit einer 130 Kilometer langen Heranführung ans Hochgebirge an die Pyrenäen. Dann folgen 80 Kilometer mit drei Herausforderungen in Richtung Luchon, der Col de Portet d'Aspé, der Col de Monté und zum Schluss der Col du Portillon vor der rasenden Abfahrt hinab ins Ziel. Die letzte Bergwertung mit ihren 8 Kilometer langen Anstieg und im Schnitt 7% steil zum Abschluss des kurzen Abstechers nach Spanien. Das kann Gelegenheit sein für Angriffe in Sachen Gesamtklassement. Das alles steht heute auf dem Programm, nach dem gestrigen Ruhetag in Carcassonne. Die Etappe beginnt nervös. Es gelingt keinem, sich abzusetzen auf den ersten Kilometern. Den ersten Bergpunkt sichert sich Warren Barguil an der Côte de Fanjeaux bei Kilometer 25. Aber es warten heute noch 36 weitere Zähler. Es dauert nun 40 Kilometer, ehe sich das Rennen verändert. Vorne befinden sich Rafał Majka, der Italiener Pellizzotti, aber auch der Schweizer Stefan Küng von BMC. Später sind es Julien Bernard, Warren Barguil, Julien Alaphilippe, drei Franzosen also, mit dem Meister Südafrikas Daryl Impey. An der zweiten Bergwertung, Kategorie 4, ist es dann der Mann mit dem Bergtrikot, der vorne ist. Ein Pünktchen für Alaphilippe bei Kilometer 72. Das Peloton folgt mit gebührendem Abstand 8 Kilometer weiter hinten. Aber Sky lässt es zu, dass sich nun vorne 47 Fahrer befinden, ein Drittel des kompletten Feldes. Der Bestplatzierte ist Pierre Latour mit mehr als 17 Minuten Rückstand aufs gelbe Trikot von Geraint Thomas. Zu Beginn der drei letzten Anstiege hat die Spitzengruppe mehr als 8 Minuten Vorsprung. Philippe Gilbert eröffnet nun die Attacken am Col du Portet d'Aspé. Dort ist er als erster oben, um kurz darauf spektakulär zu stürzen. Er kann sich aber selbst wieder nach oben helfen und sitzt Minuten später erneut auf dem Rad. Nun beginnt die große Phase des Julien Alaphilippe, der vom Sturz Gilberts profitiert und an der Spitze fährt. Am Col de Monté baut er seine Führung im Bergklassement weiter aus, während Warren Barguil zurückfällt. Als es im Arantal nach Spanien geht, sind 17 Mann noch vorne dabei. Einer von ihnen wird der Tagessieger sein, das ist klar. 3 Kilometer vor dem Col du Portillon, der Angriff des Briten Adam Yates. Keiner kann dem Mann aus dem Team Mitchelton Scott folgen. Es bleiben 10 Kilometer rasende, herausfordernde Abfahrt nach Bagnères de Luchon. 6 Kilometer vor dem Ziel rutscht Yates in einer Kurve weg. Und Alaphilippe zieht vorbei. Aber von hinten drücken die Verfolger. Dennoch profitiert er natürlich von Adam Yates Sturz. Er behauptet aber in großer Manier seinen Vorsprung bis ins Ziel vor einer Vierergruppe. Zweiter wird Isagir vor dem unglücklichen Yates. Julien Alaphilippe ist der Mann des Tages und er nimmt sich ein Beispiel an Warren Barguil. Auch der gewann im Vorjahr 2 Etappen und zudem das Bergtrikot. Das scheint auch für Alaphilippe möglich zu sein. Es wäre ein Riesenerfolg für ihn am Sonntag in Paris. Quickstep fährt eine herausragende Tour. 2x Gaviria, 2x Alaphilippe. So wie ich mich gefühlt habe, konnte ich eigentlich nicht glauben, dass es so gut laufen würde. Aber ich habe den exakt richtigen Moment abgewartet und ich wusste auch genau, wie die Etappe endet, denn ich hatte sie zuvor besichtigt. Ich wusste auch, dass es eine gefährliche Abfahrt ist. Leider hat es einen von uns beiden am Ende mit dem Sturz erwischt, denn wir sind hohes Risiko gegangen. Aber ich bin natürlich glücklich, gewonnen zu haben. Julien Alaphilippe feiert also seinen 2. Etappensieg bei dieser Tour 2018. Adam Yates wird nach seinem Sturz immerhin noch Dritter, dazwischen schiebt sich Gorka Isagir. Das Hauptfeld folgt mit knapp 9 Minuten Rückstand. Es ist ein kleines Peloton, in dem aber keiner der Favoriten fehlt. Deshalb auch keine Veränderung an der Spitze des Gesamtklassements. Interessant ist der Kampf um die Nachwuchswertung. Die Franzosen Pierre Latour und Guillaume Martin verbessern sich im Gesamten auf die Plätze 13 und 15. Geraint Thomas fährt morgen den 7. Tag in Gelb. Morgen eine Premiere bei der Tour, einen Start, wie man ihn sonst nur im Motorsport kennt, wie in der Formel 1. Die Favoriten starten entsprechend ihrer Platzierung im Gesamtklassement von vorne in Startreihen. Sie sind damit auch erstmals getrennt vom Großteil ihrer Helfer. Diese 17. Etappe ist nur 65 Kilometer lang, aber sie wird brutal hart und anstrengend. Dann wird man vielleicht klarer sehen, wer der zukünftige Tour de France-Sieger sein wird. In jedem Fall ein vorentscheidender Tag.